Möge die Macht mit euch sein, Winter is coming und Infinity. Ich bin Dennis und das ist Deist. Moin Moin und herzlich willkommen zur mittlerweile 97. Ausgabe von Deist, der Sendung hier auf Rocket Beans TV, bei der es um Miniature Wargaming oder Tabletop geht, wie man in Deutschland so schön sagt. Es geht um Spiele mit kleinen Figuren. Das ist vielleicht ein bisschen infantil, aber total das geile Hobby. Ihr seht, heute bin ich nicht im Studio, sondern wieder im Deist Schnittbunker. Das liegt daran, dass wieder wie jedes Jahr zu dieser Zeit, wenn ihr Deist die letzten Jahre verfolgt habt, wisst ihr, dass es immer zu dieser Zeit ungefähr so ist, in Essen die Spielkonvention stattfindet. Und da bin ich nun mal diese Woche und komme deswegen nicht mehr ins Studio, weshalb ich von hier aus meine Moderation starten werde. Die Spielkonvention ist tatsächlich die größte Brettspielmesse, ist ja keine Convention, die größte Brettspielmesse Europas, vielleicht sogar der Welt. Und das ist natürlich ganz klar, dass man als Miniaturenfreund und natürlich als Brettspiel- und Tabletop-Freund da natürlich hin muss. Deswegen bin ich da. Das bringt euch jetzt natürlich überhaupt nicht viel, denn wenn die Sendung ausgestrahlt wird, ist die Spiel schon wieder vorbei. Aber habt ihr ja zumindest was für nächstes Mal. Was aber auf jeden Fall jetzt kommt, sind die News der letzten Woche aus dem Tabletop-Bereich. Bevor wir aber zu eben jenen News kommen, einmal noch der kleine Disclaimer vorweg. Für alle Leute, die jetzt reingeschaltet haben und gar nicht wissen, worum es geht hier bei Rocket Beans TV, Deist geht um Miniature Wargaming, um Tabletop, um Miniaturenspiele. Da oben ist ein QR-Code, den könnt ihr einscannen. Und dann kommt ihr zu ein paar Videos, die euch direkt erklären, was das für ein Hobby ist, und zwar von der Pike auf an. Das heißt, ihr braucht gar kein Vorwissen und das ist auch vielleicht dann gar nicht so kacknerdig, wie man das glauben mag. So, die News jetzt und die Moderation halten wir heute ein bisschen kürzer. Das Brettspiel Claustrophobia durfte ich vor etlichen Jahren mal anzocken und fand das eigentlich sehr, sehr spaßig. Das Game, welches in der Heldorado-Welt spielt, bekommt eine Neuauflage und Monolith haben dazu ein paar neue Bilder veröffentlicht, welche Helden im Kampf gegen skurrile Höllenmonster zeigt. Och Mensch, das ist ja mal ein Zufall. Passend zum Atelier heute haben Cool Mini or Not neue Releases für ihr A Song of Ice and Fire Miniaturenspiel angekündigt. Es kommen sowohl Figuren aus der Starterbox separat, als auch neue Miniaturen und Boxen, die man bisher nur als Kickstarter-Supporter bekam. Jeweils für die Starks und für die Lannister. Freebooters Fate bekommt eine zweite Edition. Das Fantasy-Piratenspiel aus Deutschland bekommt eine Regelüberarbeitung. Gerade durch die letzten Bücher, naja, musste man für einige der Regeln sehr viele Bücher durchwälzen. Hoffentlich kommt jetzt alles in einem Buch, inklusive lustiger und neuer Geschichten, Regeln und Szenarien. Nach der Spielemesse werde ich euch definitiv mehr Infos geben können. Auf zur lustigen Männerjagd! Moment. Cool Mini or Not hatte 2017 in Zusammenarbeit mit Dark Sword Miniatures den Kickstarter zu dem A Song of Ice and Fire Miniature Gaming gestartet. Und nun ja, da musste ich mitmachen. Meine Lieferung kam auch schon vor einigen Monaten an und ich hatte euch in meinen Social Media Kanälen gefragt, welche Figur ich denn anmalen sollte, Jaime Lannister oder Robb Stark? Und die Antwort war eindeutig, das hätte ich nicht gedacht, Robb Stark. Und deswegen fange ich jetzt an, Robb Stark zu bemalen. Heute auf dem Maltisch geht es ab in den hohen Norden. Auf den Tisch habe ich nämlich Robb Stark aus dem A Song of Ice and Fire Miniaturenspiel von Cool Mini or Not und Dark Sword Miniatures. Auch wenn das Spiel die Buch- und nicht die Serienlizenz hat und somit nicht an die Serie angelehnt oder gebunden ist, versuche ich Robb dennoch von den Farben etwas realistischer und dunkler zu bemalen. Das Miniaturenspiel hat eine recht klare Blau-Rot-Färbung für die beiden feindlichen Parteien und das möchte ich vermeiden. Im ersten Teil der Bemalanleitung will ich die Rüstung und den ledernen Wappenrock bemalen, den Robb auch in der Serie hat. Dafür nutze ich folgende Farben. Von Scale 75 kommt das Black Metal, das Thrash Metal, Black Leather, Brown Leather und Iroko zum Einsatz. Von Citadel habe ich das Warblock Bronze, das Nullen Oil und das Argrax Earthshade. Zum Verdünnen meiner Farbe nutze ich wie immer das Thinner Medium und das Glaze Medium von Vallejo.
Als erstes möchte ich die Rüstungsteile einfärben. Diese sollen einen brünierten Effekt bekommen, also keine glänzende Rüstung, sondern sehr dunkel mit einem leichten Braunstich. Dafür nehme ich das Black Metal von Scale und mische es zu einem Drittel mit dem Warblock Bronze von Citadel. Damit male ich nun alle Rüstungsplatten deckend ein. Ich arbeite hier jetzt sehr grob, da es sich ja um die Grundfarbe handelt. Wenn ich jetzt überkleckse, ja, dann kann ich das auch später mit kommenden Farben wieder ausbessern. Das war recht simpel. Dummerweise habe ich was übersehen. Es wäre wohl leichter gewesen, wenn ich die tiefer liegenden Kettenhemd-Elemente vorher angemalt hätte. Na gut, dann machen wir das doch jetzt schnell. Das Kettenhemd bekommt eine Grundschicht mit Thrash Metal und ist die Farbe trocken, wird sie dann einmal mit Nullen Oil von Citadel gewascht. Fertig. So, nun ab zurück zur Hauptrüstung. Falls hier und dort auf die Plattenteile übergemalt wurde mit dem Silber von den Kettensachen, habe ich die in der Zwischenzeit mal ausgebessert. Der nächste Schritt ist die Bearbeitung mit dem Akrax Earthshade. Für alle Neulinge, die Technik des Washens erkläre ich detailliert in einem anderen Video, welches hier unten eingeblendet ist und auch in der Videobeschreibung zu finden sein wird. Das sieht doch schon mal sehr zufriedenstellend aus, aber es braucht noch etwas Kontrast. Dafür nehme ich Nullenöl und trage es mit einem feinen Pinsel in die Zwischenstellen ein, in welchen sich die Plattenelemente treffen. Also im Endeffekt verwende ich hier die Technik des Blacklining, eine etwas fortgeschrittenere Maltechnik, die ich aber auch separat erklärt habe. Nett, nett. Dennoch soll der Kontrast noch etwas verstärkt werden, denn sonst versumpft mir irgendwie alles im Dunkeln. Dafür nehme ich nun unser Grundgemisch aus Black Metal und Warblock Bronze und akzentuiere per Kantenakzentuierung alle Kanten der Rüstung. Die Rundung lasse ich bewusst aus und male wirklich nur die Kanten an. Dadurch trenne ich die einzelnen Elemente stärker voneinander und die brünierte Metallfarbe kommt besser zur Geltung. Und das soll es mit der Rüstung dann auch gewesen sein. Die gefällt mir für eine Spielfigur relativ gut und ist dem, was ich wollte, sehr ähnlich gekommen. Und weil das Tutorial jetzt dann doch irgendwie zu kurz wäre, machen wir noch eben den ledernen Wappenrock. Der bekommt eine Grundfarbe aus einer 50-50 Mischung aus Brown Leather und Black Leather von Scale. Diese Farben trocknen richtig schön matt aus, was nachher ein auch relativ nettes Finishing ergibt. Ist die Grundschicht trocken, akzentuiere ich das komplette Leder nun einmal mit puren Brown Leather per Schichttechnik. Dies ist ebenfalls eine Standardmaltechnik, die ich auch in einem Miniaturenbemalen für Anfänger-Tutorial gezeigt habe. Bei der großen glatten Fläche akzentuiere ich relativ verhalten, da die Falten sehr weich sind. Zu krasse Details können da doch schon recht plump aussehen. Eine weitere Schichtakzentuierung kommt dann mit einer 50-50 Mischung aus Brown Leather und Irokko. Da diese Farbe aber schon sehr hell ist, ist dieser Akzent relativ dezent. Ich könnte jetzt theoretisch noch heller werden, aber dadurch verlöre das Leder den dunklen Ton, den ich damit erreichen wollte. Dennoch muss der Kontrast auch von dem Leder stärker werden. Da ich aber nicht heller werde, werde ich nun dunkler. Dazu nehme ich das Black Leather und mische mir mit dem Glaze Medium von Vallejo eine Lasur daraus. Diese Lasur male ich nun gezielt in die starken und aber auch in die Feinvertiefung und Falten des Leders. Je nachdem, wie stark die Lasur verdünnt ist, muss man das 2- bis 3-mal in die Vertiefung malen. Das Schöne daran ist aber, dass sollte einmal der Farbrand zu hart sein, man mit ein wenig Wasser die Farbe etwas verwischen und somit die Übergänge sanfter machen kann, sollte die Lasur natürlich bis dahin noch nicht getrocknet sein. Und dann ist dies das Ergebnis für heute. Ich weiß, es sieht noch alles ein wenig nach Kraut und Rüben aus, aber ihr kennt das ja auch von anderen Bemalanleitungen von mir, dass sich erst später das Gesamtbild ergibt. Dennoch finde ich den Look der Rüstung interessant und wir haben viele Techniken dafür verwendet, die ich auch schon in Tutorials gezeigt habe. Washen, Lasieren, Schichten, Kantenakzente, Blacklining und so weiter. Ich hoffe, dass euch dieses Tutorial für eure Miniaturen inspiriert hat. Lasst mir dazu gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Oder spendiert mir vielleicht ein Like oder Abo oder so. Oder vielleicht habt ihr auch selber Rob Stark bemalt. Wenn ja, lasst mir bei Facebook, Instagram oder Twitter Fotos von eurem jungen Wolf zukommen. Corvus Belli hat vor kurzem die neue Zweispieler-Starterbox Operation Coldfront veröffentlicht und kurz nach Release, zur GenCon war das glaube ich, konnte man dieses wunderbare Advance-Pack kaufen. Das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen als alter Elf-Spieler und habe mir diese Box geholt und die zeige ich euch jetzt heute beim Kurzreview.
Auf dem Kurz-Review-Tisch habe ich heute das Advance Pack von Infinity the Game. Enthalten sind drei Figuren, zwei für Ariadna und eine für Aleph. Für all diejenigen, die diese Box jetzt nicht bekommen haben, keine Angst, alle Figuren sind auch separat erhältlich. Auf Seiten der Ariadna ist eine kasachische Strelok mit Submachine Gun und der große K9-Antipode. Bei Aleph gibt es stattdessen eine Azura-Hackerin mit Multi-Rifle. Alle Miniaturen bestehen komplett aus Metall und haben zwischen 3 und 7 Teilen. Während die Strelok relativ einfach zusammenzubauen war, hat die dreiteilige Azura und vor allem der Antipode einiges an Zeit gefressen. Bei der Azura eigentlich nur, weil die Klebestellen an den Armen sehr, sehr klein sind, was recht fitzelig beim Kleben ist. Beim Antipoden ist dies nicht das Problem. Allerdings ist die Passgenauigkeit beim Kopf nicht wirklich perfekt. Einige Spalte sind sichtbar vorhanden und müssen definitiv mit Modelliermasse nachgebessert werden. Auch sollte man etwas Zeit mitnehmen für das Entgraten, denn die Figuren haben eine Menge größere und kleinere Gussgrate. Aber diese liegen niemals blöd oder unpassend. Meist kann man die einfach abknipsen und mit einem Skalpell kurz ausbessern, ohne dass es Detailverluste mit sich bringt, sollte man all diese Grate vor den Makroaufnahmen gesehen haben. Es wird wohl Zeit für eine Brille oder eine Lupe. Ich persönlich mag ja den Stil der Infinity-Figuren. Vor allem, wenn man sich den Detailgrad der Miniaturen anschaut. Dieser ist auch bei den neueren Minis enorm und im Gegensatz zu den älteren Modellen stärker kontrastiert. Daher sind die Figuren auch größer als die alten Infinity-Modelle. Das fällt vor allem auf, wenn man die neue Azura mal neben eine alte stellt. Gerade bei der Strelok sieht man, dass Corvus Belli weiß, was ein Körper überhaupt so macht. Die Pose ist bei der Drehung und Haltung sehr glaubwürdig. Der abgehalfterte Begriff der Dynamik dafür ruhig wieder benutzt werden. Hüfte, Gewichtsverlagerung und Momentum kommen wirklich sehr gut zur Geltung. Der Antipode ist ebenfalls eine sehr gute Figur, die auch besser aussieht als auf dem Packshot, wo das Biest perspektivisch gesehen irgendwie einen viel zu riesigen Kopf hat. Dennoch ist der Antipode meiner Meinung nach die schwächste Figur in der Box. Nicht aufgrund der Details, die sind nämlich auf dem gleichen Niveau wie der anderen, sondern weil ich die Pose irgendwie nicht ganz so gut finde wie die der anderen beiden Figuren. Nun, ich bin dennoch zufrieden mit der Box, auch wenn ich kein Ariadna spiele. Vielleicht kann man ja noch und dann nur die Azura behalten. Nun gut, der nächste Miniaturenflohmarkt kommt. Was haltet ihr von den Figuren, sowohl von den beiden Ariadnas als von der Aleph-Dame? Schreibt es mir in die Kommentare, denn dafür sind sie da. Ich erzählte ja schon, dass diese Woche die Spiel in Essen stattfindet und Gregor, der immer die ganzen Texte für den Kickstarter der Woche schreibt, ja, der ist auch da und kann diesmal leider keinen Text schreiben, hat mir aber zumindest einen Link geschickt. Hier, den Kickstarter habe ich mir rausgesucht. Deswegen sagen wir diesmal ein bisschen griesgrämig, weil ich den Text selber schreiben muss. Danke, Gregor. Der Kickstarter der Woche wurde rausgesucht von mir. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen wahnsinnig. Das könnte daran liegen, dass ich wohl zu sehr an Wardens A Cosmic Odyssey reingeschaut habe. In diesem Brettspiel spielt ein Spieler den großen Cthulhu und drei andere die Wardens, welche versuchen, den großen Alten aufzuhalten. Wardens ist Raventails erstes Spiel, was man ein klein wenig an den 3D-Rändern der Miniaturen sieht. Diese sind nämlich ein wenig, ach, ich sag mal, Geschmackssache. Aber dafür sieht der Rest des Materials sehr gut aus. Sowohl Cthulhu als auch die Wardens haben nicht nur ihre Spielfiguren, sondern ganze Armeen, mit denen sie um die Herrschaft der Erde kämpfen. Mit 124 Miniaturen ist die Spielbox prall gefüllt. Gefundet ist das Projekt schon und läuft noch bis Anfang November. Auslieferungstermin ist Dezember 2019 und das Grundspiel liegt bei 89 US-Dollar. Das klingt nach relativ wenig für diesen Umfang. Naja, ihr entscheidet, ob ihr dem Spiel eine Chance gibt oder nicht. Star Wars Legion ist seit dem Erscheinen im April, Mai 2018 ein wirklicher Dauerbrenner, auch bei mir im Freundeskreis. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir die Road to Star Wars Legion weiterführen mit einer weiteren Episode. Wieder haben wir unsere Armeen erweitert, aber ein Problem gibt es. Wir haben keine Feinde.
Unsere Road to Star Wars Legion geht weiter. Wir, das sind Stefan, Dennis, Felix, Philipp und meine Wenigkeit. In der ersten Folge der Serie haben wir 2 Grundboxen von Asmodee vom Spiel Star Wars Legion zur Verfügung gestellt bekommen und ihr konntet uns bei unseren Bemalfortschritten und unseren ersten Spielen begleiten. Nach und nach haben wir unsere Armeen mit einigen neuen Modellen erweitert und ein weiterer imperialer Spieler kam in der letzten Episode zu unserer Truppe hinzu. Der Philipp. Und das ist auch richtig gut, denn warum auch immer haben unsere beiden Rebellenspieler, Felix und Stefan, für den Dreh dieser Episode kurzfristig abgesagt. Wahrscheinlich, weil sie Angst haben vor dieser imperialen Übermacht. Bock, 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 bock. Feige Rebellen. Aber so richtige Imperiale wären keine Imperialen, wenn sie die Zeit nicht zum Training nutzen würden, denn immerhin müssen die Sturmtruppen ja auch irgendwann mal das Treffen lernen. Somit spielen Philipp, Dennis und ich jeweils ein 800-Punkte-Spiel gegeneinander. Die Missionen werden durch den mitgelieferten Missionsgenerator erstellt. Die wichtigste Frage ist aber, was hat sich in unseren Armeen getan, was kam hinzu und was stellen wir auf? Ja, wie hat sich meine Armee gewandelt? Ich habe endlich meinen favorisierten Trupp mit drinnen. Und zwar habe ich einen Scout-Trupper-Trupp, über den ich mich sehr gefreut habe. Ansonsten ist gar nicht so viel verändert zum letzten Mal, weil ich das letzte Mal so um die 720 Punkte gespielt habe. Jetzt haben wir heute 800 Punkte gespielt. Insofern ist die Armee einfach nur gewachsen und das mit einer sehr schönen Einheit. Meine Armee zum letzten Mal hat sich dahingehend verändert, dass ich endlich Vader rausnehmen konnte. Das hat sich letztes Mal ja ein bisschen schwierig herausgestellt, weil ich eigentlich zu wenig Aktivierung hatte und meine anderen Sturmtruppen nicht richtig auffüllen konnte. Ich habe jetzt die neuen Scout-Truppen dazu und die, das Besondere bei denen ist, dass man die ja aufteilen kann. Man kann einmal einen normalen Scout-Truppentrupp und eine so ein Spezialkommando aus 2 Personen nehmen. Dann hat man gleich 2 Aktivierungen und die sind bei mir heute neu. Neu in meiner Armee ist Boba Fett. Das ist ein neuer Truppentyp. Und zwar ist das eine Einzelfigur, die aber kein General ist, sondern ein Agent. Das heißt, diese Figur kann eine Armee nicht alleine führen. Dementsprechend muss Boba Fett auch einen General vorgesetzt bekommen. Und der ist bei mir immer noch, weil ich General Veers nicht habe und ich mich von der anderen Armee noch ein bisschen unterscheiden möchte, Darth Vader. Und das wird ziemlich schwierig, weil Darth Vader ist teuer und Boba Fett ist ziemlich teuer. Das heißt, ich muss meine Armee ziemlich runterfahren. Denn normalerweise, die letzten Male, habe ich ja immer versucht, ein bisschen auf Masse zu setzen. Das hat immer gut funktioniert und jetzt muss ich tatsächlich die Masse ein bisschen zurückschrauben und ich glaube, das wird recht schwierig. Also ich habe tatsächlich nur 3 Infanterietrupps drin, neben den beiden Helden. Das sind einmal die extrem langsamen Snowtrooper. Also ich glaube nicht, dass die überhaupt irgendwann in irgendeinem Spiel irgendetwas reißen können. Ich nehme sie trotzdem mit, weil ich sie cool finde und weil jeder Angst vor dem Flammenwerfer hat. Das ist so eine Angst wie vor großen Dinosauriern, die unsere Stadt zerstören. Wir wissen, es könnte passieren, aber es wird eh nie passieren. Und dann habe ich noch 2 Stormtrooper-Truppen mit dabei. Die einen haben tatsächlich nur eine Sonderwaffe und zwar den Raketenwerfer. Und die anderen sind komplett nackig. Ja, und dann halt die beiden Charaktere. Und zweimal 2 Speederbikes. Die müssen unbedingt drin sein. Das erste Spiel machen Philipp und Dennis gegeneinander. Unsere Mission sind Wasserdampfevaporatoren, die wir in einer Simulation natürlich, Imperium gegen Imperium, entweder sabotieren oder heil machen müssen. Und das verspricht ein amüsantes Spiel mit viel Beschuss zu werden. Ich bin mal gespannt, weil wir ja eigentlich eine sehr, sehr ähnliche Liste spielen, wie sich das aufteilt. Beides sehr auf Fernkampf bedacht, also auf weite Reichweite. Und da wir bei dieser Mission eigentlich nur gewinnen können, wenn wir weit vorrücken. Ich weiß nicht, ich bin mal sehr gespannt. Es sind 2 sehr, sehr ähnliche Listen und ich kann es noch nicht einschätzen. Ja, selbstverständlich habe ich auch eine Taktik. Meine Taktik ist die gleiche wie immer. Ballern, 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 bam, bam. Einfach den Gegner weghauen, egal was jetzt Missionsziel ist oder nicht. Meine Taktik für dieses Spiel ist erstmal, dass ich die 2 sehr nahen Wasserdampfevaporatoren sehr schnell einnehme, auch gerade durch meine Scout-Truppen, die gleich bevor das Spiel eigentlich startet schon eine einzelne Bewegung bekommen. Und mit dem wollte ich gleich vorrücken und das erste Missionsziel in der ersten Runde gleich einnehmen. Ja, das Spiel lief eigentlich so, wie ich es auch erwartet habe. Also jeder ist gleich am Anfang zu seinen Wasserdampfevaporatoren hingerannt, hat sie eingenommen, die bei einem selber halt nahe der Aufstellungszone waren. Die erste Runde war recht verhalten. Ich bin mit meinen Scout-Truppen gleich vor und habe den ersten Wasserdampfevaporator desabotiert.
und habe versucht, den zweiten gleich einzunehmen. Das ist mit der zweiten Runde dann auch gleich geglückt. Mein Highlight des Spiels war eindeutig, dass ich in der ersten Runde mit der ersten oder zweiten Aktion, Philipp hatte sie noch nicht ein einziges Mal auch nur berührt, außer beim Raufstellen auf den Tisch, seinen komischen Spezialisten-Scout-Trupp gleich wieder von der Platte gefegt habe. Du hast. Also, das ist so, wenn man, ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr irgendwas Tolles, Neues gekauft habt, es liebevoll gemalt habt, liebevoll, gut, ist jetzt Auslegungssache, dann sterben diese Einheiten. Aber ich habe sie zumindest liebevoll grundiert und... Sie stehen liebevoll auf dem Schlachtfeld und wir haben ja gesagt, sie sterben auch gar nicht, sondern es sind ja nur Gummigeschosse oder... Genau, sie ziehen sich zurück. Sie ziehen sich zurück, weil sie halt verletzt sind. Wieso haben die eigentlich einen weißen Würfel als Verteidigung, die ganzen Sturmtruppen? Ich hatte gar kein Highlight. Eigentlich lief nichts. Dritte Runde war dann spannend. Man hat gemessen, komme ich eigentlich noch zum gegnerischen Wasserdampf-Evaporator, wenn ich das Wort noch einmal sagen sollte. Ne? Und wir haben gemerkt, nein, kommen wir nicht. Was haben wir dann gemacht? Bam, bam, wir haben geschossen. Die Wiederbikes rasten vorne weg. Philipps nicht mehr, die gab es nicht mehr. Meine rasten vorne weg, haben auch noch was rausgenommen. Alles in allem sehr amüsant. Mein ATS ist dabei leider raufgegangen in der dritten Runde und dann war eigentlich auch schon Schluss. Also ist, ja, ich bin nicht so ganz zufrieden, aber es war ja nur eine Simulation. Das hatten wir selbstverständlich bisher noch nicht, weil sonst haben die ATS natürlich nur gegen Rebellenabschauen gekämpft. Die können sowas nicht. Insofern mussten wir erst so weit gehen, dass Imperium gegen Imperium eine Simulation gespielt hat und zack, bam, bam, ist der ATS die raus. Also ich muss sagen, ich hatte extremes Würfelpech, trifft es auch schon ganz gut. Es, ja, sehr, sehr schwieriges Spiel. Also die hat sich ein bisschen gezogen, wir haben eigentlich beide hinten gestanden, geschossen. Es lief alles mehr oder weniger geplant, die Würfelwürfe waren auch in Ordnung. Klar, mal würfelt man besser, mal schlechter. Es war eigentlich alles in allem ein sehr gelungenes Spiel von meiner Seite aus, wo ich sagen kann, ich habe nicht wegen der Würfel verloren, das ist schon mal was. Und ich würde auch behaupten, ich habe nicht wegen der Würfel gewonnen, sondern wegen der überragenden Taktik. Letztendlich haben wir ziemlich genau gleich viel ausgeschaltet, bis auf den Unterschied, dass Dennis in der letzten Runde noch meinen AT-ST ausschalten konnte und dementsprechend zumindest nach Einheitenpunkten gewonnen hat. Das zweite Spiel bestreitet Philipp noch einmal, denn er muss ja ein paar Spiele nachholen und er tritt dieses Mal gegen mich an. Das zweite Spiel geht auch gegen Dennis, aber den anderen Dennis. Und diesmal ist die Mission, es gibt 5 Wasserdampf-Evaporatoren und die müssen aber diesmal nur aktiviert werden. Und derjenige, der die meisten Aktivierungen hat, der gewinnt am Ende das Spiel. Das Lustige ist, dass wir ein besonderes Szenario haben, und zwar das Minenfeld. Das heißt, jeder von uns beiden legt 2 Minen auf das Feld. Und wenn eine Einheit, ein Nicht-Repulsor-Fahrzeug dort in die Nähe kommt, dann kann es sein, dass sie detonieren und nochmal eine ganze Menge Schaden machen. Und Philipp und ich, wir sind schon ziemlich schlaue Füchse. Wir haben die nämlich exakt neben die Wasserdampf-Evaporatoren gesetzt, die am nächsten dran waren. Ich werde auch wie beim ersten möglichst schnell die ersten 2 dichten Wasserdampf-Evaporatoren aktivieren bei mir. Und ich versuche dann den mittleren Wasserdampf-Evaporator mich darauf zu konzentrieren, dass ich dann ein Übergewicht insgesamt zu 3-2 bekomme. Da Boba Fett jetzt neu ist, ich will ihn mal austesten, wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, wie ich ihn richtig einsetzen soll. Also natürlich ist General Veers, also Boba kann auf, wenn wir Boba Fett mitspielt, dann kann man auf ein gegnerisches Charaktermodell kann man einen Siegesmarker legen. Das ist im Endeffekt das Kopfgeld, das auf den ausgelegt wird. Wenn Boba Fett diese Figur ausschaltet, bekommt er den Siegesmarker und wenn er am Ende des Spiels überlebt, kommt dieser Siegesmarker noch zu den ganzen Siegesmarker, die man insgesamt durch die Mission gewonnen hat, hinzu. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich Boba Fett so richtig einsetzen soll. Ich versuche, so schnell wie möglich zu General Veers zu gehen, weil der ist relativ schwach auf der Brust, also eigentlich ein ganz gutes Ziel. Spiel Nummer 2 war eigentlich, fand ich, deutlich spannender. Es war sehr abwechslungsreich. Die erste Runde ist bei mir eigentlich gar nicht so viel passiert. Ich bin ein bisschen nach vorne gegangen, ein bisschen Position. Ich habe versucht, die Snowtrooper nach vorne zu schicken. Die müssen irgendwann irgendwie ankommen. Dummerweise hat Philipp seine General Veers recht weit weg von mir gestellt. Das heißt, ich habe Boba Fett relativ mittig gestellt und habe geguckt, nach vorne zu kommen. Da Philipp aber eine extreme Feuerkraft hat,
musste ich von Deckung zu Deckung huschen. Hab dann auch gesagt, komm, Vader, nimm einen Ausweichmarker und ab nach vorne. Philipp hat sich tatsächlich aber komplett darauf konzentriert, auf meine Snowtrooper zu schießen. Hat es aber nicht geschafft, sie kaputt zu machen. Das hat mich ein bisschen gefreut, dass sein AT-ST, oh, jetzt gebe ich ihnen den Rest. Und dann ballern sie drauf und nicht einmal getroffen. So, ich habe auch noch Treffer. Zielen. Alle vier gehalten! Alle vier gehalten. Oh, ich bin der AT-ST. Ich kann alles niederwolzen. Hast du den. Du hast nicht den Mörser genommen, ne? Nein. Gibt's noch einen dazu. Dennoch waren sie echt dezimiert. Es standen nur noch drei von den Snowtroopern da am Ende der ersten Runde. Und hat auch so noch ein, zwei Schaden bei mir gemacht, sowohl bei meinen Speederbikes als auch bei meinen Sturmtruppen. Ja, und ich habe Philipp ein, maximal zwei Stormtrooper rausgehauen und das mit ganz, 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 ganz viel Mühe. Also ich habe wirklich unfassbar viele Treffer gewürfelt. Und Philipp muss eigene Würfel mitgebracht haben, weil wenn man auf sechs roten Verteidigungswürfel fünfmal das Schild würfelt, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und das ging die ganze Zeit so. Jetzt würfeln wir nicht so gut bei der Verteidigung. Alter! Grundsätzlich über den gesamten Spielverlauf muss ich sagen, dass mein außerordentliches Können im Würfelwerfen hier wirklich zum Tragen konnte und meine Verteidigung auch teilweise zum Angriff. Das hat sehr funktioniert, so wie ich mir das vorgenommen habe. Und damit hat es sehr gut geklappt, dass sich Dennis gerade in der Mitte des Schlachtfelds doch gut im Schach halten konnte. Es gab in der zweiten Runde eine ganz besondere Situation. Meine Speederbikes, eine meiner Speederbikes, die mit dem Jammer, der einfach dafür sorgen sollte, dass seine Stormtrooper, die hinten waren, die das eine Ding leider schon gesichert hatten, in der nächsten Runde keinen Befehl bekommen konnten. Und meiner Erfahrung nach, wenn so eine Einheit darauf feuert, es bleibt mindestens immer einer mit einem Leben stehen, dass das funktioniert. Weil die sind ziemlich gut in der Verteidigung. Die haben erstmal ein Ausweichen, das heißt ein Ausweichen automatisch und die würfeln Verteidigung auf weiße Würfel und Schild und Machtsymbol geben sie eine Verteidigung. Philipp macht sechs Treffer. Ich sage, ja komm, ich muss nur zwei safen und dann steht noch einer mit einem Lebenspunkt. Und ich würfel fünf Leerseiten. Ich hätte eigentlich gerne das. Alter! Das war eine. Warte, da komme ich von hier gleich rüber geflogen. Mein Scout-Truppen-Stoßtrupp hat diesmal wirklich funktioniert, weil man nicht gleich aus der ersten Runde rausgenommen. Also ich denke, wenn man nicht gerade gegen Lea oder gegen eine andere Viersliste spielt, ist das eine sehr effektive Gruppe. Zum Glück hatte Boba Fett die Möglichkeit, seinen Flammenwerfer einzusetzen und hat dann die Scout-Trooper, die in der Mitte waren, um das mittlere Ziel einzunehmen, ausgelöscht. Und dadurch ist geschafft, dass die nachrückende Stormtrooper-Einheit eine weitere Runde brauchte, also dass die dahin laufen musste und erst in der nächsten Runde das aktivieren konnte. Ich hatte meinen Scout-Truppen vorgeschickt zum mittleren Missionsziel und wollte eigentlich auch noch eine seismische Bombe legen. Das hat leider nicht geklappt. Sie haben den Wasserdampf-Evaporator nicht erreicht. Ich konnte keine Bombe legen. Ich hätte gern gesehen, was passiert, wenn die mal hochgeht. War mir wieder Vergleich. Es ist vergebens. Also neue Einheiten haben wohl den Fluch, dass sie gleich rausgenommen werden. Schade. Ich wollte eigentlich mit Boba Fett, wollte ich General Veers raushauen. Dann hätte er aber zwei Siegesmarker gehabt und ich zwei Siegesmarker. Und Boba Fett wurde bei mir als allerletztes aktiviert. Und konnte zum Glück nach vorne springen, um den letzten Wasserdampf-Evaporator mit der letzten Aktion des kompletten Spieles umzuswitchen, wodurch es dann 2-1 für mich stand. Das war auch bitter nötig, weil ich eigentlich dachte, Darth Vader geht hin und zerschnetzelt die Jungs, aber Darth Vader kam um den Millimeter nicht bei diesen Kacktypen an, Entschuldigung, wenn ich das so sage, und hat deswegen sein Lichtschwert auf die geworfen, die 5 cm und wirft voll daneben. Tötet ein. Ja. Tragisch. Wirklich, wirklich tragisch. Sollten euch diese Einblicke in unsere beiden Spiele nun zu kurz oder zu oberflächlich gewesen sein, so empfehle ich euch die ungeschnittene Aufzeichnung des Livestreams. Wir haben nämlich beide Games zur Aufzeichnung live auf dem YouTube-Kanal von Dice gestreamt. Den Link zum kompletten Stream findet ihr in der Videobeschreibung. Der Road to Star Wars Legion wird auf jeden Fall weitergehen und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Dann hoffentlich auch wieder mit Gegnern, also wenn man die Rebellen Gegner nennen kann.
So, das war's dann auch schon mit der 97. Folge von Dice. Ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig inspirieren, euch neue Tabletop-Sachen zeigen oder euch einfach ein bisschen unterhalten. Das wäre immer etwas. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche um 18 Uhr hier auf Rocket Beans TV wieder oder aber am Dienstag auf dem YouTube-Kanal von Dice, der hier übrigens mit den anderen Social-Media-Kanälen gerade eingeblendet wird. Ja, schön gemacht, ne? Der Schneid-Dennis, der kann das. Also ich bin da ganz begeistert. Dort findet ihr nämlich am Dienstag diese Folge und auch bis dahin alle anderen Folgen von Dice, die dort hochgeladen wurden, die bisher schon online gegangen sind, plus noch ganz, ganz viel weiteren Videokram von Dice, ja, der hier auf Rocket Beans TV niemals lief. Deswegen reingehen, ein Abo geben, weiterempfehlen, kommentieren, eine Nachricht schreiben. Ich freue mich über jedes Feedback, auch wenn ich nicht auf jedes antworten kann, aber ich lese auf jeden Fall alles. Wichtig dabei ist nur, seid nett zu mir und seid nett zueinander, sonst gibt es Krav Maga für alle. So, und ich gehe jetzt in die Sonne. Macht's gut.